Heyo Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute darf ich euch zu einem sehr, sehr, sehr besonderen Video auf meinem Kanal begrüßen, Leute. Ihr seht schon, wir sind nicht zu Hause, wir sind auf dem Weg in die Produktion der Paul Berger Limo. Ich werde euch heute komplett mitnehmen, Freunde. Ich bin geisteskrank aufgeregt, ihr alle wisst es, Leute, wir arbeiten jetzt an diesem Produkt schon so, so lange, Leute. Ich habe euch ja immer wieder mitgenommen, wir haben Sachen probiert, wir waren im Labor und haben versucht, den bestmöglichen Geschmack für euch zu entwickeln. Und heute ist es soweit, heute wird das Produkt final abgefüllt, zwei Geschmäcker der Paul Berger Limo. Wir sind live dabei, ich nehme euch mit, Freunde. Bald ist es soweit, am 29. Oktober erscheint die Paul Berger Limo. Und Freunde, ich würde sagen, lehnt euch einfach zurück. Es würde mir geisteskrank viel bedeuten, wenn ihr euch dieses Video ganz anschaut. Lasst mal ein Like, lasst ein Abo da, teilt das Video mit all euren Freunden. Leute, es ist wirklich so ein besonderer Tag für mich. Aus Paul Berger, aus einem Spaßwort, aus einem Stream wird einfach eine Marke, Leute. Es wird ein Produkt und ihr seid live dabei. Ich freue mich, Freunde. Vielen Dank und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, das Ding ist ja, wir fahren heute 6 Stunden lang hier im Auto, aber ich habe einen richtig krassen Trick, den werde ich euch verraten, Leute. So wird jede lange Autofahrt kein Problem mehr. Und zwar hier, Trick Nummer 17 gegen Langeweile von iCrimex. Ganz einfache Sache, man packt einfach hier mal so schnell einen Tisch aus. Dann schnappt man sich seinen Laptop, Leute, klappt das Laptop auf und dann spielt man einfach Minecraft, Leute. Ganz easy, so. Wir werden jetzt nämlich hier einfach ein bisschen Minecraft zocken und dann ist die Fahrt nur noch halb so schlimm, Freunde. Weiter geht's. Übrigens hinter der Kamera Marvin. Moin, Leute, was geht? Max bringt mir übrigens jetzt gleich noch Minecraft. Marvin darf auch heute als mit einer der ersten Menschen die Paul Berger Limo probieren. Okay, checkst du das eigentlich? Ich bin echt richtig gespannt. Es gibt bis jetzt so 3 Menschen, die das überhaupt probiert haben und du bist so, keine Ahnung, bist auf jeden Fall bei den ersten 5 mit dabei. Ey, ich habe richtig Bock auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall ehrlich meine ehrliche Meinung sagen, ja, okay? 100%. Ich möchte wirklich, du musst von 1 bis 10 beide Geschmäcker bewerten. Okay, mache ich auf jeden Fall. 100% real. Also wir haben jetzt laut Navi noch 317 Kilometer vor uns, dann sind wir angekommen und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Produktion. So, Freunde, 600 Kilometer, wir sind jetzt in Österreich angekommen. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Minuten Zeit, Leute, gleich geht es auf jeden Fall zur Produktion. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg in die Produktion, Leute, wir haben jetzt schon fast 8 Uhr abends, aber, Leute, die ganze Nacht wird jetzt die Produktion durchlaufen, bis morgen früh, es wird ultra krass werden. Wir gehen jetzt mal direkt hin und werden uns mal anschauen, wie die ersten Dosen direkt vom Fließband kommen, Leute, und dann werden wir morgen früh auch nochmal in die Produktion gehen und uns anschauen, wenn alles durchgelaufen ist. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier in der Produktion angekommen, beziehungsweise erstmal hier in einem Besprechungsraum, weil, Freunde, bevor wir da eintreten dürfen, müssen wir sogar erst noch eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Also jetzt wird es hier langsam richtig ernst und wir müssen hier so eine Schutzkleidung anziehen. Also ich würde sagen, Leute, ich ziehe das jetzt mal an in 3, 2, 1. Wow, Leute, ihr seht schon, jetzt habe ich hier einmal die komplette Schutzausrüstung an. Mütze, Leute, hier der Kittel und auch ganz wichtig, das sind die neuen Yeezys. So, Freunde, jetzt natürlich einmal hier nochmal Hände waschen. Und dann sind wir sauber, Leute. Let's go. Jetzt werden hier sogar auch nochmal die Schuhe sauber gemacht. Also hier ist man wirklich komplett sauber, Leute. Okay, also hier werden auch nochmal die Hände desinfiziert, ihr merkt. Hier ist alles hygienisch, aber muss natürlich auch so sein, Freunde. Okay, Leute, in diesen riesigen Tanks hier hinter mir ist die Paul Berger Limo drin. Beziehungsweise da drin wird das Ganze gemischt, Leute. Da kommt das Wasser, die ganzen einzelnen Geschmäcker und die Komponenten rein. Und da wird das Ganze dann vermischt. Und da drin befindet sich jetzt quasi gerade die fertige Paul Berger Limo. Okay, Freunde, ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie Schritt für Schritt die Paul Berger Limo hergestellt wird. Ihr habt jetzt gerade schon den ersten Schritt gesehen, das Getränk wird angemischt. Und jetzt im zweiten Schritt kommen wir zu den Dosen, Leute. Und das ist jetzt wirklich hier richtig krank. Weil ihr könnt schon sehen, wir haben hier natürlich einmal Paul Berger Limo 1, Freunde, Pfirsichgeschmack. Hier nochmal Paul Berger Limo Pfirsichgeschmack. Paul Berger Limo Pfirsichgeschmack, also komplett geisteskrank. Und Leute, da hinten sind natürlich noch die ganzen Kaugummi-Geschmäcker, also der Bubblegum-Geschmack. Und das geht einfach noch komplett da hinten weiter. Ihr seht, hier ist auch nochmal der Pfirsichgeschmack. Und da hinten geht es noch weiter. Also es ist wirklich komplett geisteskrank, Freunde. Ich bin so stolz darauf, das jetzt hier einfach mal live zu sehen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wir werden euch da komplett zeigen, wie die Paul Berger Limo entsteht. Schritt 1 habt ihr schon gesehen, wie die Limo abgemischt wird. Und jetzt in Schritt 2 geht es natürlich um die Dosen. Und schaut euch mal bitte an, wie krank das hier aussieht. Hier sind die ganzen Paul Berger Limo Bubblegum-Dosen, also der Kaugummi-Geschmack. Könnt ihr schon sehen, kommt mal ein bisschen näher. Die werden jetzt hier gleich alle befüllt. Und ey, Freunde, das ist so heftig, das einfach mal live zu sehen. Ich zeige euch jetzt mal alle Dosen, weil das geht da hinten noch viel, viel weiter. Kommt mal mit. Da hinten befinden sich noch viel, viel mehr Dosen, aber hier hinter dem Gitter, da kommen wir nicht hin. Und deswegen haben wir uns jetzt hier einfach eine Leiter geholt. Komm, wir schauen da mal drüber. Oh mein Gott, Leute, das sieht so krank aus. Ey, zeigt das bitte einfach mal. Das ist unfassbar, Leute. Mega, so viele Dosen, ey. Alter.
Oh mein Gott. Ey, das geht da hinten einfach noch komplett weiter. Das ist alles der Pfirsich- und der Kaugummi-Geschmack. Aber ja. Freunde, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Schritt, denn jetzt wird die Limo in die Dosen gefüllt. Let's go, Freunde. Und so sehen die Dosenrohlinge quasi aus, bevor die oben dann verschweißt werden. Ey Leute, es ist zu krass, ne? Es ist zu krass, das hier ist alles einfach von uns. Hier werden die ganzen Dosen jetzt rübergeschifft zur Abfüllung. Und pro Palette befinden sich 8400 Dosen. Also ihr könnt euch in etwa vorstellen, bei den ganzen Paletten sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Und hier auf jeden Fall nochmal beide Dosen. Oh mein Gott. Ey, das sieht zu crazy aus. Hier werden jetzt die ganzen Dosen entlang geschleift. Also die kommen jetzt hier quasi von den Paletten hierher und werden dann hier einzeln aufgereiht, Freunde. Ja, hier werden die Dosen abgeschoben und gehen dann direkt rüber in die Abfüllung, wo dann die Dosen final abgefüllt werden. Man sieht jetzt hier einfach, wie die Paulberger Limo-Dosen von der einen Halle in die andere rübergehen. Komm, wir gucken uns das mal an, Leute. Guck mal, wie krass das aussieht. Wir fahren jetzt einfach komplett einmal hier in die andere Halle rein. Ey Leute, uns hier ist auch alles voll. Hier sind kilometerweise meine Dosen auf dem Band. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 3. Die Dosen, die ihr gerade eben gesehen habt, werden jetzt nochmal komplett mit sterilem Wasser gereinigt, damit die natürlich auch ordentlich sauber sind, Leute. Und das seht ihr jetzt hier. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 4. Jetzt werden die Dosen nämlich befüllt. Jetzt läuft hier gerade die Limonade in die Dose rein, Freunde. In den Schritt 5, Leute, kommt natürlich noch der Deckel drauf. Und das sieht man jetzt hier. Das krasse ist auch, ich habe auch gerade erfahren, hier werden einfach 60.000 Dosen pro Stunde abgefüllt. Das sind 16 Dosen pro Sekunde. Während ich euch das erzähle, sind hier schon 300 Dosen vorbeigerast, Leute. Hier die Dose in Einzelteile zerlegt. Jetzt wird hier natürlich der Deckel noch draufgesetzt, wenn die natürlich befüllt ist. Und dann wird das Ganze hier zusammengepresst, Freunde. Und dann hält das natürlich auch. Ey Leute, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber ich werde mir jetzt hier einfach mal eine Dose heimlich klauen, weil ich habe voll Durst, Leute. Marvin, willst du auch eine? Ja, bring mir auch mal eine mit. Mach ich mal, ob das keiner guckt. Alter, Leute, das sind die zwei ersten Dosen Paulberger Limo, Leute. Let's go. Wir gehen mal jetzt erstmal besser hier weg. Lass und mal schnell abhauen, ne? Ja, dann hauen komm, wir jetzt schnell, komm, wir hauen ab. Komm, mach mal die Tür zu, schnell. Ey, die dürfen uns hier nicht erwischen. Ey, ich weiß echt nicht, ob das jetzt gerade erlaubt war, ne? Aber Leute, wir werden die jetzt mal probieren. Ey, Marvin, ich will aber deine ehrliche Meinung jetzt gleich hören, okay? Ey, aber erstmal Cheers, ne? Cheers. Leute, Paulberger Limo, ihr wisst Bescheid. Ey, ich hab eine Idee. 500 Euro Wette, wer als erstes austrinkt? Oh mein Gott. Ziehst du durch? Willst du direkt exen oder was? Ja, komm, komm. 500 Euro Wette. Machst du? Oh, okay, komm, 500 Euro. Boah, riecht richtig gut. 3, 2, 1, go. Oh nein! Oh, die ist so gut. Boah, der hat so viel Kohlensäure. Oh. Oh Gott, ich muss aufpassen, weil ich nicht... Oh Gott. Leute, ich rülp's gleich. Alle, ich hast hab gewonnen. Mehr? Alter. Oh, ey, bei mir ist noch Hälfte drin. Aber Bro, sei mal jetzt bitte ehrlich. Wie findest du den Geschmack? Alter, ich sag dir ehrlich, das ist eine 10 von 10. Ja. Aber ey, ich hab selbst schon vergessen, wie geil das schmeckt, Leute. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gewonnen. Ey, können wir das so machen? Ich will das Geld aber nicht, aber wir knallen noch 2-3 Paletten oder so für mich so. Okay, du kriegst noch ein paar Paletten und dafür musst du jetzt nicht die 500 Euro. Ja, machen wir so. So machen wir das, Leute. Weiter geht's, los geht's. Freunde, ich habe gerade erfahren, dass einige Kinder von den Mitarbeitern hier in der Produktion auch zu den Paulbergern gehören. Einige Zuschauer hier am Start und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden jetzt hier mal noch ein paar Dosen unterschreiben. Und das bekommen dann hier die Kinder der Mitarbeiter noch. Also liebe Grüße gehen raus. Let's go. Hey Leute, jetzt werden hier die Dosen noch mal einmal alle duschen geschickt. Aber die Dosen sollen natürlich auch sauber sein, wenn die zu euch kommen. Hey Leute, guckt euch das hier mal an. Ey, du musst die retten, Mann. Da ist eine Paulberger Dose verloren gegangen. Aber Leute, kein Paulberger wird zurückgelassen. Okay Leute, im nächsten Schritt kommt hier das Verfallsdatum auf die Dose drauf. Wird jetzt hier nämlich drauf gedruckt. Warte mal, wir schnappen uns mal schnell eine. Ey Freunde, ich habe mir jetzt hier nochmal was komplett Geisteskrankes überlegt. Und zwar könnt ihr jetzt eine PlayStation 5 gewinnen. Ich habe mir jetzt hier gerade nochmal eine Dose vom Band gemobst, Freunde. Und das ist eine komplett fertige Paulberger Limo-Dose. Die wurde hier unten auch schon bedruckt mit dem Ablaufdatum. Wurde hier befüllt am 19.10. und ist haltbar bis zum 13.10.2024. Also das ist eine komplett fertige Dose. Die werde ich gleich wieder aufs Band stellen. Und ihr könnt jetzt eine PlayStation 5 gewinnen. Also gut aufgepasst. Und zwar, Freunde, ich werde jetzt hier die Dose unterschreiben. So sieht die unterschriebene Dose aus, Freunde. Und wer von euch die unterschriebene Dose kauft und mich auf Instagram darauf markiert, bekommt von mir eine PlayStation 5 zugesendet. Also Freunde, auf jeden Fall der 29.10. paulberger.club, hier die Webseite eingeblendet. Bestellt euch die Paulberger Limo oder am 30.10. den Montag. Rennt in die Supermärkte, Freunde. Checkt die Paulberger Limo aus. Edeka, Netto, Trinkgut, da sind wir direkt von Anfang an am Start. Rennt in alle Läden rein, fragt danach. Falls es noch nicht aufgestellt ist, Leute, rennt einfach rein, fragt nach.
kauft euch die Limo. Und wer die unterschriebene Paul Berger Limo findet und mich markiert, bekommt von mir noch eine PlayStation 5 zugeschickt. Ich würde sagen, wir stellen das Ding jetzt mal wieder zurück aufs Band. Okay, Freunde, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Und zwar werden jetzt hier die Pakete schon gepackt, Freunde. Ja, das sind jetzt hier 12er Packs. Die Paul Berger Limo gibt es ja in 6-Packs, 12er Packs, 24er und 48er Packs. Das sind jetzt hier gerade die 12er Packs. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Hier mit der Paul Berger Schrift, mit dem Paul Berger Logo. So gehen die Dinger jetzt an die Supermärkte und an euch zu Hause raus. Let's go, Leute. Okay, Freunde, und jetzt wird das Ganze hier auf den Paletten noch einmal eingewickelt, damit es natürlich sicher für den Transport ist. Ey, Leute, von hier sieht das einfach noch mal viel krasser aus, wie das verpackt wird. Schaut euch das jetzt mal an, Leute. Und jetzt ist das Ding fertig. Jetzt habt ihr komplett einmal alles gesehen, wie die Paul Berger Limo hergestellt wird. Und so landet es jetzt in den Supermärkten bei euch in der Nähe, Leute. Freunde, wir haben es jetzt mittlerweile 11:30 Uhr in der Nacht. Wir sind gerade aus der Produktion nach Hause gekommen. Aber um 6 Uhr morgen geht es nämlich wieder in die Produktion, denn dann ist auch der zweite Geschmack abgefüllt. Das wird jetzt komplett über die Nacht läuft das durch. Und zwar der Pfirsichgeschmack, der fehlt ja noch. Und deswegen, ihr merkt schon, ich begleite das hier komplett einmal. Ich passe auf jeden Fall auf, Papa Crimix, passt auf, dass hier alles richtig läuft. Aber Leute, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ich bin richtig müde. Ich bin geisteskrank gehypt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe Gänsehaut. Ich bin komplett überfordert von den ganzen Eindrücken heute. Das sah Marvin hinter der Kamera sehr ehrlich so. Ey, es war unfassbar, ey, Leute, ne? Leute, ich sehe da diese Menge an Dosen und ich denke mir so, es kommt mir vor, als wäre das ein Traum, Leute. Das ist zu krass. Das ist verrückt. Aus einfach Paul Berger. Das ist aus Paul Berger ist ein Getränk geworden. So. Ich komme darauf nicht klar, Leute. Wirklich unfassbar heftig und wie gesagt, jetzt gehe ich erstmal schlafen, in 6 Stunden stehen wir schon wieder auf, weil ja Leute, dann checken wir, dass mit dem zweiten Geschmack auch alles funktioniert hat und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder. Let's go. So Freunde, Tag Nummer 2, wir haben gerade 7 Uhr morgens, wir fahren jetzt wieder in die Produktion, denn meine Freunde, jetzt kommt gerade ganz frisch vom Band die Pfirsichlimonade, ja, wir wollen natürlich auch da live dabei sein. Freunde, ihr wisst es, uns ist kein Weg zu weit, uns ist keine Uhrzeit zu früh, wir sind auf jeden Fall am Start für die Paul Berger Limo und während wir da gerade hinfahren, dachte ich mir, ich werde jetzt hier mal noch 1-2 Fragen beantworten, weil Leute, ihr seid geisteskrank ausgerastet auf Instagram gestern. Ich habe so viele Fragen und die in den DMs gehabt und also vielen, vielen Dank erstmal für das ganze positive Feedback und ich habe gemerkt, ihr stellt sehr oft die gleichen Fragen. Deswegen also hier, um das Ganze nochmal zu beantworten, der offizielle Release ist Sonntag, der 29. Oktober, also jetzt nächsten Sonntag um 12 Uhr auf der Website paulberger.club, hier auch nochmal eingeblendet, seid auf jeden Fall am Start, stellt euch alle den Wecker, geht auf jeden Fall direkt am Montag in den Supermarkt eures Vertrauens in der Nähe, checkt das Ganze aus, falls das noch nicht da steht, dann fragt einfach nach, vielleicht ist das noch hinten im Lager, weil das wird quasi ganz frisch angeliefert, ihr seht es hier aus der Produktion, deswegen checkt das Ganze aus. Dann haben mich sehr viele auch gefragt, wegen dem Bubblegum, also der Kaugummi-Geschmack, ist das wirklich Kaugummi? Nein, Leute, es ist, wir nennen es Kaugummi, weil es schmeckt einfach wie Kaugummi, aber es ist eigentlich eine Beerenmischung. Das Ganze ist mit natürlichen Saftkonzentraten, also ist jetzt irgendwie kein künstlicher Kaugummi-Geschmack. Wir haben es nur so genannt. Die offizielle Bezeichnung dafür ist auch kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Wir nennen es zwar Limo, weil es sich besser anhört. Wir sagen ja nicht Paul Berger kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Wir haben insgesamt nur 19 Kalorien auf 100 Milliliter. Wir sind bei 4 Gramm Zucker nur. Also das Getränk ist wirklich, kann man guten Gewissens trinken. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Probiert das Ganze einfach aus. Wir fahren jetzt weiter in die Produktion. Und dann werden wir jetzt auch nochmal den zweiten Geschmack, den Pfirsichgeschmack abchecken, Leute. Let's go. Gut, Freunde, wir sind jetzt wieder bei der Produktion, wie auch gestern. Jetzt läuft hier gerade schon die ganze Nacht der zweite Geschmack durch. Ich würde sagen, wir testen den jetzt auch mal, Leute. Wir holen natürlich 2. Marvin, du darfst auch testen. Ja, gerne. Leute, hier, der Pfirsichgeschmack. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal nach hinten und machen mal einen Qualitätstest, Leute. So, Freunde, jetzt Geschmack Nummer 2. Wir werden das jetzt mal testen. Auch hier wieder das Dosendesign, Leute. Sehr, sehr nice. Hier auch Instagram, paulberger.club. Könnt ihr jetzt auch schon mal gerne folgen, um nichts mehr zu verpassen. Und Marvin, ich bin jetzt mal auf deine Meinung gespannt. Ja, gestern hat dir ja auch schon geschmeckt. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dir dann besser schmecken wird. Okay, komm, einmal Cheers, hier. Ah, so, das richtig ist schön. Das Beste, wenn man so eine Dose aufmacht. Schön spritzig, Leute. Boah. Boah, das riecht geil. Feierst du mehr als den anderen? Ich weiß nicht, also... Ich müsste den anderen jetzt nochmal trinken, aber der gefällt mir auch unnormal. Wir können also ja später nochmal beides vergleichen. Also ehrlich jetzt, also das, der ist auch geil. Also, also Leute, das ist halt Pfirsichgeschmack, wie man das kennt. Vielleicht auch von dem einen oder anderen Eistee. Jedoch halt eben mit Kohlensäure. Ne? Wir sind ja quasi ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk oder wie bei einer Limo eben mit Kohlensäure. Wirklich geil, sehr, sehr geiler jetzt. Geschmack, muss ich auch sagen. Also ich glaube auch, sage ich mal, das Bubblegum ist ja vielleicht ein bisschen experimenteller. Aber das Ding, Leute, ist wirklich so ein Safe Play. Lege ich meine Hand dafür ins Feuer, wird zu 100% von jedem von euch der Geschmack sein. Also Leute, probiert auf jeden Fall beide Geschmäcker gerne aus. Ja, aber das ist richtig, also ehrlich, aber jetzt so auf den ersten Blick, was denkst du? Richtig also, geil, also wirklich, also... Aber hast du das Gefühl, du feierst das mehr als das andere? Gerade? Das Ding ist gestern so, ich war noch so, es waren so viel Euphorie, es war so krass alles so, deswegen war ich ein bisschen zurückgehalten, aber ich muss sagen,
Der gefällt mir wirklich richtig gut. Ich würde jetzt gerne später nochmal miteinander auftesten, dass man so Test machen kann, weißt du? Aber der ist wirklich nice. Also echt geil. Also auch so Design der Dose, Max, sag ich dir ganz ehrlich, er sieht richtig geil aus. Also auch so die Farbe, der Farbmix. Gefällt mir unnormal. Also ja, ich bin auch sehr zufrieden, Leute. Also geisteskrank. Ich hatte es ja auch das letzte Mal vor ein paar Monaten den Geschmack probiert und ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass ich mit der Auswahl immer noch genauso 100% zufrieden bin, Leute. Okay, Freunde, dann natürlich auch wieder gleiches Prinzip. Die fertigen Trays kommen jetzt hier. 12er Packs werden dann hier einmal hier drauf gefahren, Leute. Und dann kommen die jetzt gleich auf die Paletten. Und dann, Freunde, natürlich auch wieder gleiches Prinzip. Die Dosen werden hier einmal auf die Paletten angefahren und dann gleich hier noch einmal wieder eingewickelt, Leute. Ja. Oh, danke. Leute, okay, also der zweite Produktionstag, funktioniert alles. Paul Berger Qualitätscheck. Marvin hinter der Kamera, du kriegst jetzt hier natürlich auch schön 12er. Ey, danke. Das schenke ich dir. Leute, und ich glaube, wir haben alles gecheckt. Paul Berger Limo, es funktioniert alles. 29.10. und jetzt geht's ab nach Hause. Okay, Freunde, jetzt fahren wir wieder nach Hause. 600 Kilometer. Also, Freunde, wir sind auf jeden Fall ziemlich müde. Aber, Leute, wir müssen jetzt natürlich noch einmal die Paul Berger Limo hier testen und vergleichen, weil gestern hatten wir den Kaugummi-Geschmack gehabt, heute den Pfirsich-Geschmack. Jetzt werden wir nochmal hier beides gleichzeitig machen. Und ich würde sagen, dafür fahren wir jetzt hier erstmal unsere Profi-Testertische aus. Und natürlich haben wir hier noch ein geheimes Paul Berger Limo-Versteck hier hinten. So, hier noch einmal den Pfirsichgeschmack. Ja, sehr gut. Und für mich den Kaugummi-Geschmack. Und dann würde ich sagen, testen wir die jetzt mal. Und dann, wir fetzen die jetzt richtig weg. Ich will mal jetzt wirklich eine Bewertung von 1 bis 10 von dir hören. Beide. Ja, aber wir. Auf ehrlich. Okay. Auf Real Talk ehrlich. Auf angewärmt oder auf kalt? Ja, sind da jetzt leider nicht kühl, Leute. Aber weil du hast die gerade Heizung angemacht. Ja, ist egal, muss jetzt getrunken werden. So. Okay, komm. Ja, also. Cheers. Cheers, Leute. Gönn dir. Paul Berger, ihr wisst Bescheid. Ich liebe den Geschmack. Ich feiere das ja. Ich glaube, der schmeckt besser als der hier. Sag ich dir ganz ehrlich. Feierst du den Kaugummi mehr als den Pfirsich? Warte mal, ich muss mal gleich den anderen. Ich muss jetzt hier auch mal direkt den Test machen. Komm, wir machen gleichzeitig auf. 3, 2, 1. Oh. Ey, du hast bei 2 schon gemacht. Ja, Bro, ich bin zu gierig. Du hast gecheatet. Ich hab Durst, Junge. Und? Oh ja, der ist besser, warte mal. Das ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich zeig dir jetzt einen Trick. Ich kann's nicht sagen. Nein. Oha, er mischt, Leute. Alter. Oh, das ist die perfekte Dosis. Alter, ey, ich hab so viel Power, jetzt kann ich bis nach Hause laufen. Die richtigen Profis machen beides zusammen, Leute. Ey, das ist geisteskrank. Aber jetzt komm mal zu deiner Bewertung jetzt hier. Boah, ehrlich, jetzt wirklich ehrlich. Ja, ich muss das nicht fürs Video. Jetzt warte. Wirklich ehrlich, bitte. Ich glaube, der ist besser. Ja, und von 1 bis 10 würdest du die bewerten? Boah, ich muss überlegen, warte mal. War krass, weil ich hätte jetzt gedacht, dass dir von der Reaktion heute der Pfirsichgeschmack besser ist. Ich sag dir ehrlich, der ist geil, weil weißt du, was ich so geil finde? Das ist irgendwie so. Dass du ein bisschen, kennst du Bum-Bum-Eis? Ja, klar. Ja, irgendwie schmeckt der so ein bisschen so. Also ich muss sagen, bei mir, ich habe pure Nostalgie bei dem hier, weil das erinnert mich einfach an diese pinke Hupa-Bubba-Roller, Leute. Also wenn ihr das trinkt, es schmeckt einfach irgendwie nach dem. Der ist richtig geil. Ich liebe beide. Ich sag dir ehrlich, ich trinke beide gerne. Ehre. Und wisst ihr was, ich werde richtig krasse Videos mit den Dosen machen. Ich trinke die nur noch jeden Tag. Leute, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Das war's gewesen. Am 29.10., das ist nächsten Sonntag. Stellt euch jetzt alle den Wecker, dann ist es soweit, die Paul Berger Limo erscheint. Es war wirklich ein langer Weg, es war viel Arbeit, es war viel Geld, viel Zeit da rein investiert. Das ist unser Moment, Freunde. 10 Jahre iCrimex, Paul Berger, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns das Ding zerfetzen. Ich nehme die auch noch mit, ne? Danke. Ey, Alter. Tschüss, Max. Leute, das war's gewesen. Liken und abonnieren. Let's go. Ciao.